Seit heute ist es endlich erhältlich, das Apple iPhone 3G. Im One-Shop, wie war das heute früh? Die Menschen sind angestanden, sie haben schon vor dem geschlossenen Tor gewartet und wir haben das iPhone leider nicht mehr und darum mussten wir viele Leute aufschreiben. Das heißt, es gibt mittlerweile eine Warteliste? Es gibt jetzt mittlerweile eine Warteliste, da Apple Step-by-Step liefert. Waren die Leute enttäuscht, nachdem sie keins mitnehmen, nach Hause nehmen haben können? Die Leute waren sehr enttäuscht, manche waren sogar wütend. Wir haben versucht, die Leute zu besänftigen und darum schreiben wir auch die Leute auf eine Warteliste, wo die Kunden, je nachdem wie sie gekommen sind, dann das Gerät auch bekommen. Das heißt, es bleibt gerecht. Und ab wann kann man denn wieder mit einer Lieferung rechnen? Nächste Woche, hoffen wir. Wie war es denn in der Früh? Sind die Leute richtig reingestürmt? Genau, ja. Sie waren schon 20 vor 9 waren sie schon da. Wir haben halt die Reservierungen, haben wir schon alle durch. Der Ansturm war sehr groß. Leider ist es im Moment schon wieder ausverkauft. Aber wir haben es jetzt wieder nachbestellt. Also bis Ende Juli spätestens haben wir es wieder da. Und du selber auch ein iPhone-Fan? Im Moment noch nicht, weil ich jetzt mit den Kunden noch beschäftigt war. Ich habe es mir jetzt selber noch nicht so anschauen können, ja. Aber es kommt jetzt noch. Kommt noch.